Einst gab es eine mächtige Waffe, die als Königsschwert bekannt war. Lange Jahre kämpften die Königreiche der Hunde und Katzen darum. Aber plötzlich zerbrach das Schwert und die Welt veränderte sich für immer. Wie keine Garantie auf das Ding gehabt? Cat's Quest 2. Drück eine Taste. Ach nee, das heißt das Spiel gar nicht. Aber Cat's Quest 2 heißt es. Und wir können es alleine spielen oder gemeinsam. Oder wir verlassen es einfach gemeinsam. Aber wir spielen es jetzt mal alleine. Ich habe keine Ahnung, wir spielen es mal neu. Und wir machen mal das. Wir machen mal hier den Story-Modus. Oder? Ne, wir machen hier den normalen Modus so. So. Cat's Quest 2. Vor langer Zeit herrschte das Böse. Ja, kennt man ja, wie immer. Zwei Könige kämpften dagegen, erlagen aber seine Versuchung. Durch die Prophezeiung sagte ihre Rückkehr voraus. Denn nur ihr Licht kann die Dunkelheit durchdringen. Was auch immer das genau bedeutet. Es ist hell. Ah, okay. Die Bounce-Küste. Schwupp. Meine Könige, ihr seid wirklich zurück. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Ich bin es, Kiri, euer königlicher Berater. Die Welt ist in Gefahr, ihr müsst mir folgen. Ich muss gar nichts, was willst? So, ich komme jetzt hier rumrennen. Hallo. Ich sehe euch auf der anderen Seite. Das sagen die Leute immer und dann sind doch nicht im Himmel. Flappity, aha. Höhle des Monds. Was haben wir denn hier? Tada! Katzenlumpen. Okay. Katzenlumpen. Das ist unser Inventar. So, die haben wir schon mal ausgerüstet. Gibt uns das plus 1 Lebenspunkte. Wow, Lumpen sind auch aber gut. So. So, wir sind in Cat's Quest 2. Für alle Leute, die von Spielen wie Stray nicht genug bekommen können und gerne mit Katzen spielen, gibt es leider nicht so viele Alternativen, aber es gibt einen schönen, netten Hack and Slay, mit dem man mit einer Katze und einem Hund gleichzeitig spielen kann, nämlich hier dieses Cat's Quest 2. Es gibt auch ein Cat's Quest 1. Das kam, glaube ich, 2017 raus. Das hier ist Nachfolge von 2019, wenn ich nicht irre. Und das Besondere da ist eigentlich der größte Unterschied, ein bisschen Grafik. Und hier hat man dann die Möglichkeit, mit zwei Figuren zu spielen, nämlich einer Katze und einem Hund. Und hier muss man versuchen eben, ja, das, die beiden Königreiche zu retten, die der Katze und die des Hundes. Das Ganze ist sehr auf, ja, auf Katzen und auf Niedlichkeit angelegt. Und ist ein, ja, wie gesagt, so ein klassisches Hack and Slay, in dem man hier rumläuft und kämpft und sowas alles. Und beide Figuren haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Der eine kann besser Magie, der andere kann besser draufhauen. Ja. Und man kann auch dieses Spiel in Koop spielen. Ein Hundelumpen. Okay. Und es gibt es auch für, ich glaube, PlayStation und Nintendo Switch. Müssen wir ihn hier? Okay. So, das ist der Hund. Und das ist unsere Katze. So. Mit beiden können wir hier spielen. Sehen sie relativ ähnlich, habe ich so das Gefühl. Aber hier hat halt die aufgestellten Öhrchen. Jo. Und die Schnauze ist halt ein bisschen so. Jo. Und ist so ganz niedlich gemacht. Und man kann hier so dann eben durchlaufen. Und so ein schönes Konsolenspiel, das hier durchzocken. Gucken. Ah, mit Space. Okay, dann können wir jetzt Zeug ansammeln. Mit der Macht der ersten Könige erwecke diese Macht in euch. Erwecke die Macht in dir. Du hast das Flammenschnurren und Frosttatze gelernt. Flammenschnurren und Frosttatze, okay. Ah, R, um Magie anzuwenden. Wie geht denn das? Oh, die Waffe, okay. Macht einfach Bumm. Und hat die Feinde gegrillt. Interessant, okay. Und hier noch irgendwas Nennenswertes drin. Ah ja, das sind diese Skills. Frosttatze und Flammenschnurren. Hier kann man die Sachen einstellen, okay. Also das Spiel gibt es für wirklich kleines Geld. Wie gesagt, auf verschiedensten Plattformen. Sieht ganz niedlich aus. Auf Steam kostet es offiziell, ich glaube, der zweite Teil 15 Euro, der erste 12.
Wenn man sich bei einschlägigen über Google-Suche zum Beispiel Shops umsieht, in denen man Key-Steams für den PC kaufen kann, dann kriegt man das Spiel auch für 2,50 oder 3,50 Euro. Komplette Vollversion und da kann man nur echt nichts sagen. Was ist jetzt? Was immer das jetzt war. Aha. Was ist das hier? Oh, kein Mana. Gut, dann machen wir das eben anders. So. Oh, Druff! Gib's ihm! So. Aha. Okay. Hier ist ein Grabstein. Was ist das? Um Charaktere während eines Solospiels zu wechseln. Ah, okay. Jetzt sind wir der Hund. Jetzt sind die Katze, jetzt sind wir wieder der Hund. Aha. Okay, also man spielt Solo mit beiden. Man kann aber beide Figuren wechseln. Und wie gesagt, die kann man unterschiedlich ausstatten. Die einen mehr auf Hau drauf und Nahkampf, die andere mehr auf Unterstützung und Magie umschulen. Oder je nachdem, was man so braucht. Das finde ich eine ganz nette Idee. Und wenn man das Koop spielt, also man kann das auch zu zweit spielen am PC oder auf der Konsole, da macht das wahrscheinlich auch nochmal mehr Spaß, weil der eine kann den Hund, der andere die Katze steuern und da kann man sich dann zusammen auf Gegner stürzen. Fand ich auch ganz nice hier eigentlich, diese Idee. Gib's ihm! Jawohl! Ha! Zack! Bumm! Aus die Maus! Katze, Hund. So, sagen wir mal hier dieses Gedöns ein. Das gibt HP und noch was. So. Das ist hier einfach nur so ein Feuer oder was? Ja. So. Flop, 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 flop. Die Animationen sind natürlich jetzt nicht so super komplex, aber es passt zum Stil hier. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Ein Dungeon abgeschlossen. Ha, und wir sind reich oder so, hoffentlich. Mhm. Ruht bei den Sichersteinen, um euch zu erholen. Ah, da ruhen wir jetzt mal. Okay, die pennen jetzt einfach. Gut, ja, Catnip. Das war mal ein ganz kurzer hier, Powernap hier sozusagen. So, sind wir jetzt hier. Dies hat euch nicht gefallen. Mal böse Könige haben eure Throne gestohlen. Ach was. So, es kommt vor. Löwener, der Fellfolger. Und Wolfin, der Labrador. Ja. Labrador, wie ist es angepisst? Okay, deshalb könnt ihr, nur ihr uns helfen, meine Könige. Wer ist der Vogel eigentlich? Keine Ahnung. Wer ist der Kriegstreiber da? Der stachelt uns nur auf. So. Die Königsmarke. Oh, was müssen wir jetzt hier machen? Die Königsmarke ermöglicht eine schnelle Reise durch euer Königreich. So viel Schnellreise, okay. Ah, hier mal unsere Art Landkarte. Was ist da oben? Gibt's hier noch? Können wir hier auch woanders hinlanglaufen, wenn wir Bock haben? Nö. Okay, es gibt ja so ein oberirdische und unterirdische Level. Dann machen wir das mal. Ah ja, das ist da die oberirdische Karte. Wir sind jetzt in Fellingard, aber Löwener herrscht hier. Pfui. Kit-Kat. Eine Schmiede namens Kit-Kat hat uns versprochen, uns zu helfen. Treffen wir uns dort. Die Schrift ist so groß, ich kann die kaum lesen. Man sieht hier also die, oh, und willkommen zu Hause, euer Miauistäten. Eieiei. Ja. Also mit diesem Tada! Stil muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Das hier alles so mit Taz und Maus und Katz und Mietz, Südtaz sind wir jetzt, benannt ist. Maunsfelder. Oh Gott. Ja. Wem an diese übertriebene Niedlichkeit nicht gefällt, der sollte das eben nicht spielen. Okay. Wow, wieder eine Fit. Das hätte ich auch gerne mal öfters. So, wen haben wir hier jetzt? Bäuerin Holly. Miau, Löwener ist ein furchtbarer König. Nur sein Krieg mit den Lupus Kaiserreich ist ihm wichtig. Ja, das ist doof, ne? So, ist eine Münze. Sind das als die komische Igel da, oder was ist das? Hier, nimm das, du Vogel. So, hier. Aus dem. Zack, bumm. Der lebt ja noch. Weg mit dir. Zack. So. Wir haben ja schon mal wieder die Maunsfelder befreit von diesen komischen Igeln. Flop, flop. Also sammelt man XP hier. Tada! Schon haben wir Level 3. König Siegel Ruinen. Okay, das ist bestimmt irgendwie so ein fieser Dungeon. Ich weiß, ob wir da stark genug für sind. Keine Ahnung.
folgen wir mal hier so ein bisschen der Story. Das ist lustig, wie die laufen. So, jetzt fahre ich. Ich kann jederzeit mit X wechseln. Okay, nice. Jetzt haben wir wieder die Katze. Level 3. Kiri. Euer Majestät, Kit, ihr seid dazu geschossen. Ja. Sieh dir diese Notiz an Kits Tür. Bin kurz weg, komm bald zurück. Das war tragisch. Das war vor 2 Tagen. Ich mache mir Sorgen, dass sie in Schwierigkeiten ist. Vielleicht ist sie einfach nur shoppen. Passiert schon mal. Hast ihren Geruch aufgespürt? Guter Hund. Ich meine, gut gemacht, ihre Wauheit. Ihre Wauheit, okay. Folge der weißen Spur. Hier ist so ein Buch, was ist das? Der Buchhalter. Ich bin der Wächter aller Geschichten der Zeit. Möchtest du die Zeit von diesem Auftrag zurückdrehen bis zum Moment, an dem du ihn angenommen hast? Aha. Da kann man nochmal neu starten, sozusagen. Interessant. So latschen wir mal hier so durch. Ah, geheimnisvolle Stimme. Ach so, geheimnisvolle Stimme. Ah. Okay. Die Küstenhöhle. Geheimnisvolle Stimme, helft mir. Dachte die geheimnisvolle Stimme, die übrigens extrem geheimnisvoll ist. Hier ist Gold. Ist mir erstmal scheißegal. So, hier, das nehmen wir mal mit. So, Küstenhöhle, geheimnisvolle Stimme. Küstenbucht. Gibt Skelette und so Gedöns. So, wer ist das hier? Die Kit-Kit? Kat-Kit? Kit-Kat. Augenblick, Mari, ihr seid diejenigen, von denen Kiri mir erzählt hat, oder? Kiri macht dann ganz schön Kirre. Oh, entschuldigt meine Unhöflichkeit, eure Majestäten, aber ich weiß nicht weiter. Aha. Ich bin zu faul, um mir diese Erze dort zu holen. Würdet ihr mir helfen, bitte? Hallo? Faul? Ich bin hier Majestät und sowas, ähnliches. Und du sagst einfach, dass du faul bist? Müssen wir eigentlich hier auspeitschen lassen zur Strafe. Wo sind wir denn hier? Wir haben hier Angestellte, also ist ja echt... So, das sieht mir nicht schön aus hier. Ups. Ach komm, scheiß drauf, wir laufen jetzt einfach hier durch. So, scheiß auf diese Rätsel. So, hier, nehmt das, du komischer Fuzzi. Da, hier, bums, aus die Maus, zack. So, erledigt. Was soll denn das? Wo denn da hin? So, das hier? Ja, die Erze. Oh, da ist ja noch so ein Vogel. Dort drüben sind noch mehr eure Majestäten. Okay. Was ist hier drin? Ah, Knete. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Kann man sich frisches Futter kaufen. So, ich gehe mal auf den Hund. Schnell. So, erledigt. Bang, schick, bumm, zack, in, tsching, boing. So, der ist auch weg. Nimm, gib's ihm. Fass. Schwupp, den haben wir erledigt. Wunderbar. Ja, das macht doch Spaß. Ihr habt mehr dieser Erze für die faule KitKat geholt. Sehr schön. Unverschämtheit. Tada! Oh, eine Ritterrüstung. Verteidigung plus 10. Hm, wann geben die denn? Geben wir besser ihm, weil er steht in der Front, er jetzt momentan. Können wir vielleicht die besser gebrauchen? Sie wieder rüberlatschen, ne? Gucken, was kommt da. So, sobald er da weg ist. Geronimo! Lauf, 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 lauf! Wenn ihr jetzt sagt, ich muss nochmal drüber laufen. Ich bin beeindruckt. Ich sehe euch in der Werkstatt wieder. Herz! Ja, toll. Wir haben die ganze Arbeit. Hallo? Hier einer, hat hier jemand Miezekatzengefühle? So, können wir wieder zurücklatschen hier. An die Miss KitKat. Oh, was ist hier los? KitKat, wartet, wie hoch ist die Steuer nochmal? Aber ihr Steuern zahlt sie auch nicht. Sehr sympathisch. Soldat, tut mir leid, meine beiden Katzen, die die neuen Gesetze nicht befolgen, werden verfolgt. Ja, Karlauer Alarm. Okay, nimm es. So, können wir jetzt mit dir mal reden hier? KitKat. Schmieden-Kit. Das wissen wir jetzt. Also, Kit wird unsere persönliche Schmiedin sein.
Genau, komm zu mir, wenn eine Rüstung verbessert werden muss. Wenn ich Geld habe und die Steuern bezahlt sind. Ja. So, mal gucken. Hey, ihr wollt, dass ich eure Rüstung verbessere? Ja, gute Idee. Ne? Was ist das? Das ist das alte Ding. Könnten die ja mal verbessern. Der Katzenlumpen ist jetzt auf Level 2. Schön, geht da nicht um einen schönen Lumpen. naja, gut. Lassen wir mal. Das kostet uns zu viel Geld sonst, aber zumindest haben wir unser Kätzchen jetzt auch mal ein bisschen aufgerüstet. Nur irgendwo Loot oder so? Nee. Gut. Die macht nur sowas, ne? Hm. Was würde denn das kosten? 30. Ja. Na komm, lass mal. Vielleicht finden wir noch was anderes. Dann findest du andere Ausrüstung und hast hier die Knete verplempert. Was ist das? Ja, der Typ. Fotartige Neuigkeiten. Die Magier wollen ebenfalls helfen, Löwen zu bekämpfen. Machen wir uns schnell auf, zum geheimnisvollen Hauptquartier. Geheimnisvoll. Hui. Tata. Auftrag abgeschlossen. Wunderbar. XP Knete. Das gefällt mir. Oh, da kommen wir schon wieder so ein komisches Viech da. Zack, bumm, oink, zink. Schlump. So, den haben wir schon mal erledigt. Jetzt müssen wir hier über die Mountsfelder wieder mounzen. Ups, endlich Bäume fällen. Hier das Viech. Mensch. So. Der Hund ist manchmal so ein bisschen übermütig. Wo müssen wir jetzt hin? Mal hier. Level 5. Hoffen wir, dass die Magier uns starke Magie lehren. Jo, hope so, ey. Wie nichts immer morsch. So, wer ist der Vogel, ne? Ich habe gehört, dass es in einer nahen Höhle eine magische Tafel gibt. Na, sowas. Das überrascht mich. Die Höhle nannt Grotte. Ich traue mich aber nicht hinein. Ja, und? So, ich habe es euch bereits gesagt, das ist die Theorie der unendlichen Zeitsträhle. Was? Ja? Ein Hund? Es kommen Eroberer. Keine Panik, sie sind die, von denen ich dir erzählt habe, du Depp. Oh, bei meinem Schnurren, kommt schnell herein, eure Miauistäten. Flop, flop, flop. Schlump. Okay, dann gehen wir auch mal in die Bude, hä? Geheimnisvolles Hauptquartier. Das nennt sich so, weil es total geheimnisvoll ist. Geh zum universellen Wollknäuel, um deine Magie zu verbessern. Universelles Wollknäuel. Okay. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Wie willst du deine Magie verbessern? Jo, das würde ich schon gerne, ne? Das war's, Kostis. Seid ihr noch narrisch los? Boah, leck mir. Plus 1. Was bringt mir das? Also, wie viel Schaden mache ich dann mehr? Plus 100. Setze deine Feinde in Brand. Lässt sie erstarren, macht sie langsamer. Gut, dafür machen wir da mehr Schaden. Kriegen wir 15% mehr oder was? Na gut, dann machen wir das mal. Töre! So. Was hat denn jetzt schon hier? Flammenschnurz, Level 2. Automatisch ausgerüstet. So, dann haben wir dann auch wieder einen Haufen Knete verplempert. Aber gut. Keuch, Schnauf! Okay. Löwen, Soldaten sind in Anmarsch! Bitte, ihr müsst uns beschützen, eure Miauistäten. Hier, nehmt dies, das sollte helfen. Ein Blitzstab. Hui. Magierwaffen schießen aus der Ferne. Geheimnisvolles Kätzchen steht da. Was ist das hier? Ah, ist wieder so ein Zeitbuch oder was? Okay. Und hier das? Können wir jetzt nicht machen, okay. Da müssten wir wohl jetzt da drüben hin. Aber ich guck nochmal, was wir hier mit diesem komischen Gegenstand machen können. Dann geben wir das ihm hier, oder? Blitzstab, da kann er ja aus der Ferne mir helfen. Also der Hund ist der Nahkämpfer und unser Kätzchen ist jetzt hier der Fernkämpfer, sagen wir mal so.
Soldat. Auf Anordnung von König Löwena werden alle Magier verfolgt und an eine Gurke gebunden. Oh mein Gott, eine Katze an eine Gurke binden? Das ist Folter. Geh zur Seite, ihr zwei. Ich sehe, dann lasst uns ihr keine Wahl. Entfessle Mr. Rocky. What? Aber Sir, Mr. Rocky ist bei Magie außerordentlich schwach, richtig? Psst, lass sie das nicht hören. Gut, dass sie das nicht gehört haben, Kinder. Hier, nimm das, du Rocky. So, das war's. Rocky. So, der letzte Rocky-Film war eh nicht so toll. So, Mr. Rocky, nein! 4N. Ach, die sind auch noch dran. Na gut, dann hier auch. Erledigt. So. Kommen wieder zurück hier, oder was? So, Freunde. Wir haben jetzt hier aufgeräumt. Na, wie sieht's aus? Oh, danke, eure Miauistäten. Ja, okay. Wir sind jetzt für Löwe bereit. Zum Katzpital. Okay. Auftrag abgeschlossen. Tada! Katzpital. Kann man da irgendwas jetzt machen? Level 10. Oh, vielleicht ist das ein bisschen zu viel für uns. Wir sind ja erst 6. Ah. Oh. Aha. Flup, 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 flup. Passiert hier? Oh, eine Truhe. Der heilende Stab. Heilende Pfote, 30%. Aha. Ein heilender Stab. Kann ich den hier mit mehreren Sachen ausrüsten oder immer nur mit einem? Okay, der müsste mich dann eigentlich immer heilen mit dem Ding, wenn ich das richtig sehe, oder? Gucken wir mal. Ist ja auch nicht schlecht, wenn ich weniger Schaden nehme als Hund, ne? Na, wo sind wir jetzt? Ah, hier haben wir nochmal eine Truhe, sehr schön. Loot ist aber gut. Eine Ritteraxt. Okay. Oh, das war alles, okay. Dann könnten wir das ja unserem Hundi geben hier, ne? Dann macht er schon mal damit mehr Schaden. So. Klöpp. Klöpp. Was sind wir hier? Ach, eine Tür. Mein Gott. Nimmt ja gar kein Ende hier. Oder sind wir hier wieder am Ausgang? Ah! Ja. Wo sind wir, sind wir jetzt hier gelandet? Sieht immer anders aus. Ein anderer Ausgang. Oh Gott, wir sind ganz woanders gelandet. Und dies. Erfordert goldenen Schlüssel. Okay, den haben wir natürlich wieder nicht. Wo ist der wütende Seestern? Was ist das? Können wir hier nochmal machen? Können pennen hier, ne? Flop. Tada. So. Königsblut, erwecke deine innere Kraft. Du hast heilende Pfote gelernt. Max Mana ist aufgestiegen. Okay, wir haben jetzt also irgendwas gelernt und mehr Mana. Und wir kommen jetzt hier weg. Kommen hier irgendwo. Hier ein Schiff, eine Fähre, Flugzeug. Keine Ahnung. Da haben wir ja den Schlüssel nicht. Dann müssen wir hier wieder zurück eigentlich, ne? Da kann man hier irgendwie rüberhüpfen. Nee. Da müssen wir jetzt hier wieder rein und zurück. Oder? Hm.
Mal gucken, das jetzt hier so richtig war. Dann haben wir nochmal XP gekriegt. Hier kommen wir. Kommen wir da wieder raus? Da waren wir doch eben schon. Oder? Sind wir eine Minimap? Nee. Ah, hier sind wir wieder raus. Okay. Sonst wären wir jetzt noch 6 Stunden hier rumgelaufen. Oh ja, geht schon ein bisschen schneller. Komm, den geben wir jetzt auch noch hier ein bisschen was. Nehmen dies. Ihr Stacheldinger. Bums, die. Tralala. Ah, und der schießt doch irgendwelche Strahlen. Okay. Das sind wir mal schön ein hier. So, müssen wir jetzt hin. Nehmen das, du Stachelding. So, hier oben. Hier ist was. Hier. Das nehmen wir mit. Oh, so ein Rocky Flocky. Zack, aus, zack. Was? Nehmen das. So, ausgemaunzt. Oben hin. Der tiefe Wald. Oh. Ja, auch nochmal so ein Mist. Oh, hier ist Gold. Das nehmen wir mit. Können Sie mal schönes goldenes Hundenäpfchen kaufen oder sowas. Und schön Kauknochen oder. Okay. Kannst aber frei erkunden. Also das Spiel soll auch eine Open World haben. Also kann ja im Grunde auch frei rumlaufen und einfach alles erkunden, statt sich an die Story zu halten. Das machen wir aber natürlich jetzt eh erstmal. Seid ihr bereit, euren Thron zurückzuerobern, eure Miauistät? Miau. Wuff. Aha. Löwener, sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, Lord Löwener. Sie werden nicht damit rechnen. Flöp, 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 flöp. Punkt, 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 Punkt. Schwapp, 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 schwapp. Das war Löwener. Schnell, wir müssen ihm folgen. Nur du Moment ist, gell? Was bist du für eine? Hallo, Katzabenteurer und seltsam aussehender Fellfreund. Hier ist ein Tipp für euch. Manche Feinde haben eine elementare Schwäche. Feuer, Eis, was auch immer. Ach so. Hier ist nicht gedacht. Was ist jetzt? Du erinnerst dich, welchen Weg Löwener genommen hat, oder? Hat sich das jemand gemerkt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Folge Löwener Spur. Ja, wenn die das nicht ist. Na gut. Musik ist aber auch interessant. Hui. Oh mein Gott, wo sind wir hingeraten? Oh, jetzt, da waren wir doch schon. Okay. Wir mit dem reden und müssen wir kämpfen. Narren, ihr seid in meine Falle gegangen. Muahaha. Wir werden uns um sie kümmern, Lord Löwener. Hihihi. Arsch werdet ihr. So. Euch gebe ich's, ihr Pflegel. Bildet ihr euch ein? Jawoll! Setzen die Welt in Brand! Muss ich alles selber tun? Ja, am besten schon. Oh oh, Hilfe! Zu Hilfe! Können wir uns hier regenerieren? Okay, dann müssen wir jetzt das so machen. So, Hundi ist schon mal gerade in der Heilung. Nee, Katzi. So. Der hat Widerstand anscheinend. Ich habe Sorge, dass ich eure Gesichter gesehen habe, aber ihr seid beide nur erbärmlich. Oh Mist, wir sind besiegt worden. Seid ihr bereit, euren Thron zurück zu erobern, eure Miauistät? Das hatten wir schon mal. Wuff. So, dann müssen wir also nochmal von vorne anfangen. Ja, 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 ja. Okay.
Gut, da müssen wir also Stärke werden, bevor wir uns mit dem anlegen. Das ist über Level 7 ist dann auch nicht ausreichend. Ja, ja, ein bisschen im Folgen, tralala. So. Dann gucken wir uns erstmal hier woanders noch um. Vielleicht im Level noch ein bisschen aufzusteigen und noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Was hat der hier? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, was soll ich nur sagen? Ich muss hier Kriege führen und so. Habt ihr schon vom alten König Tatz dem Vierten gehört? Die Legende besagt, dass er besondere silberne Truhen in all den Verliesen versteckt hat. Zum Spaß. Und der einzige Weg, sie zu öffnen, ist es, die Höhle von Monster zu befreien. Verrückt, hä? Ja, auf so eine Idee bin ich nie gekommen. Oh, die Musik, ey. Sichelpfoten. Katzpitalfelder. Die Pfotensee. Was haben wir hier für komische Viecher? Oh, hier gibt es nochmal so einen Dungeon. Und hier gibt es auch nochmal ein Ziel. Oh, sehen wir das schon? Oi, oi, oi. Die haben uns aber einen drüber gebraten. Okay. Die sind ein bisschen zu stark für uns gewesen. Okay, da müssen wir uns noch ein bisschen feilen an unseren Talenten und so weiter. Aber der ist hier zum Beispiel für uns einfacher. So, wir müssen also noch ein bisschen aufsteigen. Ich würde sagen, wir erforschen hier noch ein bisschen hier die Gegend und kloppen uns so ein bisschen durch. Die einfachen Gegner müssen wir ein bisschen aufsteigen. Vielleicht noch bessere Ausrüstung kriegen. Dann können wir uns mit König Tatze hier anlegen. Katzenminze Farm. Katzenminze, das klingt gut. Katzenminze. Können wir nochmal pennen. Sehr schön. Küstenhöhle. Aha. Da drüben ist auch wieder irgendein komischer Schrein. Oh, was ist das? Ein goldenen Schlüssel. Haben wir nicht. Disseminate. Hier ist wieder Kitzkitz. Okay, da können wir natürlich auch nochmal unsere Rüstung aufwerten, wenn wir das wollten. Was hat der für ein Level hier, frage ich mich. 15, okay. Ja, jetzt sei doch nicht gleich so garstig. Machen doch nichts. Okto-Ruinen. Hm. Okto klingt nicht so schön. So, hier ist wieder irgendwas. Hier ist Kit-Kat. Hier ist Kit-Kat? Okay. Hier auch nochmal diese Steinfutzis. Jetzt Level 12. So, Kätzchen ist geheilt. Okay. Oh ja, die sind schon ein bisschen stärker hier. Da muss man echt aufpassen. Oh, da ist eine Truhe. Aber die werden wir wahrscheinlich auch wieder nicht aufmachen, weil wir diese goldenen Schlüssel nicht haben. So. Hier sind die Sichelpfoten. Was das bedeutet. Ja. Da flattert so ein einäugiges Ding rum. Das könnte natürlich auch relativ stark sein. Was für ein Level? 5. Hoppala! Gut, da hauen wir lieber ab. Der verfolgt uns. Hilfe! Ja, ein bisschen zu stark jetzt. Dann nehmen wir hier die Igel lieber. Tada! Sehr schön. So. Also, mit dem haben wir schon gelabert, ne? Pfotensee. Die sind zu stark für uns. Müssen wir hier nochmal ein bisschen. Oh, umlaufen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Gold. Aha, was ist hier? Dekem-Ruinen. Wo bist du? Ich schaue auf das Meer, immer schnurrend Tag. Und wisst ihr, was ich sehe? Die verfluchten Ruinen, genau. Ach so. Okay. So, haben wir es nochmal geheilt, sehr schön. Jo. Oh, hier ist noch einer. So, den haben wir erledigt. Hier sind noch einige Höhlen, die man erforschen kann. Auch nochmal so ein Typ. So.
So, brauchen wir mal XP, brauchen wir, Leute. Wir müssen stärker werden. So einen schon besiegen können. Der war hartnäckig. Okay. Ja, dann wachen wir da wieder auf, wo wir zuletzt mal gepennt haben dann. Interessant. Okay, okay. Ja, so geht das dann hier weiter. Ja. Oh, wie wir ein bisschen stärkere Ausrüstung. Das machen wir ein bisschen offensiver. 347. Also wir können uns eigentlich nochmal eine Aufrüstung mit unseren Waffen leisten. Unsere Ausrüstung. Okay, bei mir ist Kit Kit. Den nehmen wir nochmal mit hier. Aha, okay. Diesen Blitzstab ging schon mal ganz gut. Hier haben wir nochmal eine Höhle. Die Waldhöhle. Oho. Alles gespickt mit Fallen. Oh, was sind das für Viecher? Oh, er hat uns gemeuchelt. Eieieiei. Da wachen wir jetzt aber oft auf. Hier, ich habe schon ein Déjà-vu irgendwie. Eieiei, wir sind immer noch zu schwach. Okay. Aber den kriegen wir hier noch. Komm. Mühsam ist das Katzen-Hunde-Geschäft. Eieiei, okay. Da müssen wir uns hier noch ein bisschen durcharbeiten. Was ist das hier für welche? Oh, die sind so stark. Die sind so stark. Oh. Eieiei. Level 50. Gott. Natürlich, wir sind eine arme Katze, Stufe 7. Plus Hund. Kriegen gerade mal einen Igel erledigt hier. Tada. So, dann gehen wir wieder hier in unser Dörfchen. Können uns hier nochmal erholen. Ups, so. Schnarch. Tada. Was will der jetzt hier? Ah ja, mit dem Thron und so Gedöns. Okay, dann geht das alles normal noch. Punkt, 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 Punkt. Was immer das heißt. Ah, der läuft rechts lang. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Beim letzten Mal bin ich einfach so losgelaufen. Will schnell, wir müssen ihm folgen. Ja, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir dann später. Der Soldat scheint zu schnurren. Mit roten Zahlen auftauchen bedeutet dies, dass das Monster für diesen Angriff anfällig ist. Die grauen Zahlen bedeuten, dass sie resistent dagegen sind. Miau! Danke für den Tipp, Schnurr, Schnurr. So. Jo. Aha, jetzt sieht man nicht ihn spüren. Hier haben wir nämlich auch noch ein Goldstück. Aha. So, Kätzchen muss geheilt werden. Zack, geht wieder. So. Ah ja, das war schon heftig. Da muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Auch wenn es so simpel aussieht bei den Kämpfen und das, wenn die Figuren ausstattet, muss man schon ein bisschen dran feilen. Erledigt. So, wir müssen uns jetzt noch mal ein bisschen heilen. Schnarch. So, ich mal auf Stufe 8, 9, dann sollten wir vielleicht dann weitermachen.
Jo, also das hier ist dann Cat's Quest 2. Also sieht ganz, ganz lustig aus, das Ganze hier. Auch wenn es relativ simpel gemacht ist. So rein optisch, aber es ist dann durchaus herausfordernd. Und gesagt, man hat hier im Grunde eine Open World. Man kann es alles erforschen, nur am Anfang ist man nicht stark genug dafür. Man muss nicht unbedingt der Story folgen. Sollte man am Anfang natürlich tun. Damit man eben auch lernt, wie es funktioniert und aufsteigt und so weiter. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass wir hier so ein bisschen zu schwach sind. Und müssen es hier bei KitKat nochmal ein bisschen aufrüsten. Jo, aber ansonsten ist es sehr spaßig. Ist so ein klassisches Hack and Slay, wo man sich hier durch die Dungeons und die Oberfläche hauen muss. So ein bisschen, ja, so Diablo und Path of Exile mäßig, nur als Katze oder Hund. Schwupp, schwupp. Wir können jederzeit wechseln. Und hat man natürlich andere taktische Möglichkeiten. So sind wir dann jetzt eher der Magier, der Angriffe macht. Und so sind wir dann eben der Nahkämpfer. Kann man sich dann auch nochmal was überlegen. Finde ich ganz interessant. Und gesagt, man kann es auch im Koop spielen, zu zweit. Sodass jeder eine Figur übernimmt und steuert. Finde ich auch eine coole Idee. Und gesagt, das Spiel ist nicht gerade teuer. Wenn man das außerhalb jetzt von Steam kauft, kriegt man das für Ablum im Grunde. Und man hat einige Stunden Spaß, einfach mal so ein bisschen, ja, draufhauen, Schätze sammeln, kloppen. Hat eine süße Grafik, es ist natürlich alles so ein bisschen Miau und Schnurr und Wuff. Ein bisschen auch sehr süß gemacht, aber ist normal der Stil von dem Spiel. Aber es war was anderes und wer weiterhin mit, nach Stray, wenn man es durch hat, mit Katze oder Hund spielen möchte, dann könnte auch sowas hier machen. Ein kleines Hack and Slay und sich hier durch die Monster dreschen. Und für das Geld, sag mal, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und immer auf der Konsole macht halt auch Spaß. Ja, und das wollte ich euch nur mal kurz vorstellen als kleinen Tipp so am Rande. Cat's Quest 2. Wie gesagt, Cat's Quest 1 spielt man halt nur mit der Katze. Und muss dann Königreich dann befreien. Und in Teil 2 kämpft man mit beiden Königen, die es in diesen Spielen so gibt. Einmal den Hund und einmal der Katze. Und finde ich ganz, ganz nette Sache. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das hier findet. Und ob euch das auch Spaß machen würde, hier so rumzurennen und mit Katze und Hund hier über die Karte zu laufen, Abenteuer zu erleben. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde hier noch ein bisschen weiter hacken. Und bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye. So, nimm das. Ah, du. Jetzt aber. So, dem haben wir es aber gegeben. Huiuiui. Hilf, ein Stein. Aha. Wuff. Miau.